Yo Leute, was geht? Jeff Strohs am Start mit einem neuen Video. Heute geht es wieder um Real Talk. Wir reden einfach so ein bisschen über Filme. Wir reden über Leistungsfächer in der Schule, was man wählen sollte, was ich gewählt habe, wie ich es gemacht habe. Dann reden wir auch darüber, wie es ist, YouTube und Twitch als Hauptberuf zu machen, was ich mal später werden will, wie ich zur Selbstständigkeit stehe, was ich nach dem Studium machen will. Allgemein noch über Themen aus der Welt. Heute wird ganz viel angesprochen. Schaut es euch gerne an. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst gerne ein Abo und Like da. Wie immer könnt ihr gerne in den Kommentaren mitdiskutieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Real Talk. So Dönerfleisch. Dann hole ich mir noch Pommes. Mach Pommes mit Dönerfleisch und Joghurtsoße. Krieg ich Gänsehaut, weil es so geil schmeckt. Gesundheit. Berlin ist cool. Ist eine Stadt, die mag ich. Lieblingsschauspieler. War ich lange Zeit Leonardo. Ich finde, er macht mega nice Filme. Für Formel 1 weniger. Big Spin Sub morgen. Was ist das? Was, Jan? Was ist los? Mein Lieblingsfußballspieler ist Messi. Ich komme aus Karlsruhe. Wie findest du Elektroautos? Ist nice. Will die Zukunft sein. Gehst du zum KSC ab und zu? Ja. Weil mein bester Freund dort spielt. Ich kann auch über irgendwelche Themen reden, die euch interessieren. Findest du, es lohnt sich, jedem Kontinent mehrere Häuser zu haben? Das lohnt, keine Ahnung. Es ist so, dass... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für jeden Kontinent. Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung. Das kostet auch Unterhalt oder so. Lieblings-Team-Sniper, ja, ist Total 51. Welche Filme ich mag? Viele. Keine Ahnung. Um Horror-Game zu streamen, da muss halt die Community sagen, was, und muss auch gucken, dass es das auch gut ankommt. Hashtag Klickglei. Kennst du Stutensee, ja? Daher komme ich. Lohnt es sich, meinen Namen zu sagen? Gian Nustel? Wie schön ist es eigentlich mit neuen Spielen? Ich fahre zum Beispiel TTT mega hart. Da brauchst du mehrere Spieler. Benny, vielen Dank für den Sub. Einmal Hype und Damage Chat. Ja, es lohnt sich ja, wenn TTT kannst du nur so spielen, wenn Miki, Max und so mitmachen. Wirst du nach der Klausur auch mal ein paar 12-Stunden-Stream raushauen? Ich habe mir überlegt, wartet mal. Also, hier sind meine letzten beiden, was laber ich? Hier sind meine letzten beiden Klausuren. Dann auf den 28., 1., 2. und 3., am 4. fliege ich. Dann machen wir vielleicht am 2. und 3. einfach einen 12-Stunden-Stream. Einfach an beiden Tagen, bam, bam. Doppelte Rasur. Hat 100%ige Rasur. Wie war es damals, so dass manche Freunde von dir Fußballprofis werden wollten? Hast du die dabei unterstützt? Ja klar, meinen besten Freund vor allem. Klar, du denkst auch immer so, klappt das und so, aber der war einer, der hat nie dran, er hat ein bisschen gezweifelt, aber er hat es immer durchgezogen. Jetzt hat er das und jetzt gönne ich es ihm und geil. Ich wollte auch mal Zeit am Fußballprofi werden, aber als dann das mit dem Knie angefangen hat, war halt vorbei. Kniescheibe und so immer raus. Wann kommt der Disrespect gegen Max? Der ist schon draußen. Ich kann ihn dir kurz zeigen, wenn du willst. So, was ist das denn von Max? Was ist Max denn Ankündigung? Hier, der Disrespect von Max gegen Max. Vielen Dank, Paprikan. Nee, Spaß. Was war bitte Max für seine Ankündigung? Hallo, der Trimax hier. Geil. Der Stream beginnt jetzt. Das ist der Super letzte Max. Stream, ehe ich dann 7 Tage im Urlaub Super bin. Super Max. Super. Chef, wie sehen deine Gehaltsvorstellungen für den ersten Job nach dem Studium aus? Christian, keine Ahnung. Ich bin sowas ganz schlecht. Ich würde halt gern selbstständig werden und bleiben. Ich bin ja schon selbstständig mit Stream und YouTube. 24.03. ist der Charity-Stream, genau. Gerne einschalten, ich hätte mega Bock, dass ihr da alle mitmacht. Wie gesagt, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 50, keine Ahnung. Jeder Euro zählt, jeder Zuschauer zählt. Meldet euch mit ein oder zwei Geräten an, wenn ihr nicht mehr schauen könnt, könnt ihr auch euren PC, Laptop oder so anlassen. Wir schalten ja Werbung und Loots und so kommen. Wie heißt dein Fußballfreund? Marcel Melem. Chef? Ah ne, das habe ich schon. Du spielst bei Dynamo? Ja, dann gönn dir. Ja, was fragt ihr noch so? Immer, ihr müsst immer den Fragefluss bereithalten. Was, Mario bekommt eine Ohrfeige? Fußballfeier in Gelsenkirchen, Innenstadt, der Zwischenfall. Ein Fan täuscht vor, Schalke-Keeper Manuel Neuer umarmen zu wollen und verpasst ihm eine saftige Ohrfeige.
Geschockt zieht sich der 25-jährige Torwart zurück, setzt sich zurück neben seinen Ersatzmann Matthias Schober. Ob Neuers Wechsel zum FC Bayern Grund für den Angriff war, blieb in dem Getümmel unklar. Wie witzig. Am 24.03. um 11 Uhr morgens bis 23 Uhr. Bestimmte Berufsverstärkung. Wie gesagt, ich würde gerne selbstständig bleiben. Was hast du von Ungeklickt? Gucke ich mir manchmal an, ist manchmal mega witzig. Crow ist nicht so meine Musik. Vermisse die Zeug. Bro, wie lange geht der Stream noch? Ich weiß nicht, habe ich mega Hunger. Momentan das Lieblingslied ist Billo. Nee, Corleone, hier. Mega nice. Also, wer sich guten Rap anhören will, Corleone ist mega nice. Hä, ist das Tanzverbot, der da mitmacht? Willst du mich heiraten? Nee, ich heirate meine Freundin, hoffentlich. Was hat das eigentlich mit BitConnect auf sich? Du kennst den nicht? Das ist BitConnect. Nee, das Richtige ist das hier. Also der schreit ja am Ende so hoch. So dumm einfach. Ja, hab's gesehen, dass Tanzi mit Mickey spielen wollte. Ich werde mit meiner Freundin bald in eine eigene Wohnung ziehen dieses Jahr. Deswegen, ich bin auf der Suche gerade. Deswegen habe ich auch Lutzen so an. Vermisst du die Zeit? Ja, ich vermisse sie mega. Ich vermisse wirklich die, also meine Jugend ein bisschen. Wie findest du Cold Mirror? Geil. Ich habe damals, kennt ihr die, das hier noch? Dadurch, das habe ich damals mir so gepumpt. Wie alt ist denn das? Alter, das ist keine 4 Jahre alt. Das ist schon locker 1 Million Jahre alt. Nein, das ist sogar von Cold Mirror. Wieso hat die das nicht hochgeladen? Harry Potter an Stein ist halt brutal. Alter, der ist vor 4 Jahren hochgeladen. 6,3 Millionen Aufrufe. Du bist der übelste Larry. Jo, was machst du denn hier? Keine Ahnung. Irgendwelche wieder so ein Typ mit Internet-Eiern. Dann geh. Weiß ich nicht. Was machst du hier? Idiot. Lieblingsserie? Suits. Ich warte, dass die weitergeht auf Deutsch. Ich schaue aber auch gerade Haus des Geldes. Das ist auch mega geil. Ich glaube, ich gönne mir auch noch im Stream jetzt noch ein paar Folgen. 1, 2. Und es nice was. Lieblingsort in Karlsruhe ist... Turmberg ist nice. Echt? Wegen Warner Brothers löschen? Aber es ist doch jetzt wieder drauf und es passiert nichts. Ja, ich schau noch Rick and Morty. Heißt uns da. Guck mal, Big Tasty. Ja, wir schauen uns. Ich will es auch gerade nicht auf nichts reacten. Wir wollen ein bisschen Konversation halten. Guck mal, warum geht die immer an? Ich glaube, ich muss das zurückschicken, brauche ein neues. Was, dann reist ihr nach Vegas. Danach kommt Los Angeles und dann New York. New York City Dogs. Ich mache mal kurz das hier. Bist du das? Falls du Contra Kaias, macht gute Musik. Das hat PayPal schon regeln können. Ja, das wurde jetzt geregelt. Die hat kein Geld zurückbekommen. Habe ich vorhin erzählt. Ein Fährtreffen in Österreich geben. Ich glaube, ich habe, ohne Witz, für Max wird sich das rentieren, aber für mich, wie gesagt, meine Fanbase ist dafür, glaube ich, nicht groß genug. Also, für Österreich, weiß nicht, wie viel gucken mich in Österreich? 100 vielleicht, wenn es hochkommt. Also insgesamt. Und ich glaube, es rentiert sich einfach nicht. KFC? Ab und zu, aber nicht immer. Mich also vermisse die Zeit gebracht habe, das wird auch noch ein Meme, glaub mir. Ich brauche meine Weisheitszähne. Erzählst du, ihr müsst ein bisschen konkreter werden, aus meiner Jugend erzählen kann ich viel. Einfach immer so Themen vorschlagen, wie gesagt, nichts mit Religion oder Politik und so, weil das ist einfach unnötig. Aber sonst können wir gerne über alles offen reden.
Bratar kenne ich. Ist, aber der beste Burger, da, wenn ich mit Max auch in Karlsruhe bin, gehen wir zu Daily Burger. Glaub mir, brutaler Burger, dann beste in ganz Karlsruhe. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Daily Burger macht die krankesten Burger aus Karlsruhe. Welches Spiel ist das Lieblingsspiel von euch? Boah, das ist schwer zu sagen, aber Fortnite ist eigentlich schon ganz vorne mit dabei. Aber Counter-Strike halt auch. Counter-Strike war mein halbes Leben im Game. Wurdest du gemobbt? Nee. Was sag ich dazu, dass Zeitumstellung abgeschafft wird? Ja, weiß nicht, fand ich jetzt eh nicht so krass, also dass es mich juckt. Musst du gar nicht machen, Geronimo. Ich weiß, also ich kann ja auch die Statistik auslesen, woher meine Zuschauer kommen. Also habe ich es ja richtig. Ich habe noch Yeezys, ja, ich habe sogar noch beide hier. Weil das Ding ist halt, also das Problem ist, ich hatte immer voll viele Leute, die mir ein Angebot gemacht haben. Ja, die meisten wollten sich dann immer treffen und so. Ich glaube, die meisten wollten sich einfach nur treffen, dass ich mich mit denen treffe, weißt du? Die haben gar kein Interesse an den Schuhen, sondern das ist voll dumm. Ich kann die gar nicht über Insta verkaufen, weil da kriege ich immer so unseriöse Angebote. Und ja, ich bringe das Geld mit, überweist du es wegen das PayPal meinem Vater und so. Und ich so, what the fuck, Alter? Ich glaube, ich muss irgendwie online verkaufen. Ich habe auch beide Yeezys, die ich verkaufe. Wann habe ich mein erstes Mal? 15,5. Gehst du ins Fitnessstudio? Ja, ich fange am März wieder an. Was reimt sich auf G an? Keine Ahnung. Ich verkaufe auch beide. Aber es ist halt 40, ein Drittel. Ne, 40, zwei Drittel und 41, ein Drittel. Ich weiß nicht, ob du die Schuhgröße hast, totaler. Warst du früher auch den ganzen Tag draußen mit Eis und einem Ball unter dem Arm? Ja. Aber nicht, ja, doch, Eistee auch, aber ich fände den voll eklig aus dem Edeka. Hast du als 40er schon die Idee gehabt, Streamer zu werden? Nee, gar nicht. Hast du Fußballtalent, um Profi zu werden? Das kann ich ganz schön einschätzen, Russia. Ich war Verbandsliga. Hatte Angebot, glaube ich, damals für die Landesliga oder Kreisliga für die erste schon bekommen. Ist jetzt nicht so hoch, aber erste Mannschaft ist ja mal ein Unterschied zur Jugend. Aber ich denke nicht, dass es gereicht hat, nee. Ich war ja nicht ehrgeizig genug. Ja, Drogen zählt ja auch Alkohol und Kippen. Liest du Bücher? Ja, mache ich. Witzigstes Schulerlebnis? Da hat sich mal jemand bei mir in der Schulzeit in die Hosen gekackt. Das fand ich übel lustig. Hättest du ohne Max zum Streamen angefangen? Ich weiß es nicht, ob ich mir das. Weiß ich nicht. Max hat mir halt viel geholfen und auch viel erklärt, wie was geht. Nee, ich schaue keinen Germany's Next Topmodel und vor allem auch keinen Bachelor. Was macht meine Freundin? Das überlasse ich ihr. Hast du was von Gucci? Nee, ich habe meiner Freundin Gucci-Gürtel geschenkt. Trägst du falschen Supreme? Nein. Ja, ich war einmal in Amerika für den Kings Cup. Hi, Lennox. Magst du mich? Ja, wenn du cool bleibst, dann immer. Star Wars, als kleines Kind geguckt, aber nicht der Überfan. Ja, ich will zwei Kinder. Was ich heute noch mache? Essen. Du hast mit dem Polen-Team noch nicht weiter dran gearbeitet, wenn ich zurückkomme aus Amerika. Nee, das war nicht der Doktor. Aber es gab mal einen, der hat sich in die Hosen gekackt. Das war lustig. Da war ich, glaube ich, in der Grundschule. Da musste ich übel lachen. Ich weiß nicht, das fand ich mega witzig. Bartley ist nice. Was hältst du von einem Transfersummen im Fußball? Nimmt schon krasse Ding an, schon krasse Ausmaße an, aber das gibt's ja in vielen Sportarten. Wie kommst du, dass du so rumkommst? Ich bin nach dem Abitur gereist, nach Australien, dann nach Asien. War geil, ist ein Erlebnis wert. Crack genommen? Nee, würde ich auch nie machen. Also ich sag mal, ich bin bei soften Drogen geblieben, wie Alkohol, mal Gras und halt auch mal Zigaretten. Aber nie, ich würde nie in meinem Leben drüber gehen, nie, never. Never. Niemals. Egal, wer es mir anbietet. Selbst in Trimaxes. Dann sagt er, oh Bruder, probier. Wie lange ich davor habe zu studieren? Die 5 Semester. Und dann habe ich meinen Bachelor. Und dann mache ich mich selbstständig. Bücher lese ich gerne, Krimis. Aber auch Max empfiehlt mir auch Literatur, wo man sich bilden kann. Ist geil. Ich habe polnische Vorfahren. Meine Mutter ist in Polen geboren. Mein Opa, der aber schon verstorben ist. Ich habe den nie kennengelernt. Also meine Mutter, ihren Vater. Und auch Tanten und Onkels. Krasser Cringe-Moment im Leben. Müsste ich mal ein bisschen nachdenken, Pike, aber fällt mir bestimmt noch ein. Gin ist wirklich. Also, Nina hat Gin gewonnen. Auf so einer Seite. Das sieht übel geil aus mit so Gläsern. Aber Gin Tonic, boah, das ist mir zu bitter. Bin nicht so der Gin-Trinker. Ich studiere Wirtschafts- und Werbepsychologie. Im ersten Semester. Business Management als Überbegriff. Wie ich das finanziert habe, nach der Schule hatte ich erstmal Zeit, hab ein bisschen gearbeitet. Ich muss auch noch sagen, mein Opa ist auch, glaube ich.
Das ist aber schon, mein Opa ist, glaube ich, 2011 gestorben, 2010. Das war mein letzter Opa, den ich noch hatte, also väterlicherseits. Der hat mir dann damals Geld vererbt. Also ich habe Geld geerbt. Ich habe für mein Abitur damals hat meine Mutter mir einen Teil für den Flug gezahlt. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Bin nach Australien, habe dann erstmal von dem erspart oder von dem das Geld genommen für was mein Opa mir da gelassen hat und auch was ich ein bisschen erarbeitet habe. Hab dann erstmal in Hostels gewohnt und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann war halt der Hardcore-Grind am Start. 5-mal die Woche auf dem Bau. Jeden Tag 8-10 Stunden und ja. Morgens um 5 aufgestanden. War eine harte Zeit, aber auch geil. Hat mich geprägt. War geil. Ja, Michel, ich will eigentlich in die Richtung Unternehmensberatung gehen. Das ist ja ein Traum. Michel, vielen Dank für deinen Sub. Komm, Team. Vielen Dank. Morgen Stream? Eventuell. Was hältst du von mit 14 ins Gym? Da gibt es ja geteilte Meinungen. Ich weiß nicht, ob 14 schon zu früh ist. Ich bin da kein Arzt und kein Experte. Wer sich da gut dabei fühlt, soll es machen. Wer sich schlecht dabei fühlt, soll es erstmal lassen. Ich würde auch erstmal dann mit Leuten gehen, die da übel viel Ahnung haben, weil du kannst da richtig viel falsch machen und dich verletzen. Auf dem Bau in Australien habe ich viel Geld verdient, klar. Aber war auch hart, da hereinzukommen. Skifahren, Snowboarden. Ich habe bis jetzt nur einmal in meinem Leben Ski gefahren. Und ich habe echt krasse Knieprobleme. Deswegen hat mir Nina vom Snowboarden abgeraten. Ju. Und deswegen werde ich dann dieses Jahr Skifahren gehen. Vielen Dank, Jola. Ist geil. Ich kann es jedem nur empfehlen. Geht ins Ausland, macht eure Erfahrung. Muss ja nicht Australien sein. Geht nach England. Amerika ist halt schwer, weil da kriegst du ganz schwer ein Arbeitsvisum. Und als Au-pair zu arbeiten als Mann ist immer so eine Sache. Da vertrauen dir viele Familien nicht. Ich finde auch Au-pair ist auch wieder so eine Sache. Da musst du zu einer geilen Familie kommen. Habe ich krasse Stories miterlebt, wo Leute eingeschlossen worden sind daheim und so. Nee, ich schaue keinen Walking Dead. Kannst du mal einen 24-Stunden-Stream machen? Habe ich einmal gemacht. Ich finde, das wird irgendwann kontraproduktiv. Wir können vielleicht mal einen 18-Stunden-Stream machen, aber selbst das ist schon wieder so eine Frage. Ich finde, ab 16 bis 18 Stunden kommt nichts mehr Produktives rum. Ich habe einen 24er gemacht, als ich Partner wurde. Und ja, das ist ja so komisch. Irgendwann sitzt du hier und bist voll verballert. Liest du Harry Potter? Ich habe alle, bis auf zwei, glaube ich, die ersten zwei oder drei Bände habe ich von Harry Potter nicht gelesen. Dann habe ich die restlichen alle gelesen. Meine Kniescheibe ist auf beiden Seiten schon rausgesprungen. Rechts wurde ich operiert. Zum Mobbing, ja, dass man dagegen vorgehen muss und so. Dadurch entstehen ja, muss man auch sagen, Amokläufer, Leute, die ganz komisch werden, eine komische Persönlichkeit entwickeln und so. Deswegen, ich habe ja auch damals ja einen Chef aktuell darüber gemacht, dass man halt auch für Leute einstehen soll. Ich bin Fußballfan, ja, vom KSC. Also ich habe ganz ehrlich bis jetzt den Gedanken wieder verworfen, YouTube und Streamen hauptsächlich zu machen, weil ich ganz ehrlich glaube, dass das Geld nie reichen wird, um eine Familie zu ernähren und mir einfach das zu kaufen, was ich mir will oder vorgenommen habe fürs Leben. Weißt du, jeder von euch hat Ziele im Leben, jeder von euch hat Träume im Leben, was er sich kaufen will, was ein Luxusgüter ist sozusagen, ein Auto, ein Haus, ein Elektronikwerkzeug, ein Flugzeug, also ganz krass gesagt, ein Fahrrad, ein Roller, ein Motorrad, egal welche Preisklasse, jeder stellt sich was vor und ich denke ganz ehrlich nicht, dass das mit YouTube und Twitch klappen wird. Ich verdiene jetzt gut für mein Alter. Dafür, dass ich Student bin, extrem geil. Ich bin vollkommen happy, hier mit euch zu sitzen. Und trotzdem glaube ich halt, dass das nicht auf lange Zeit so bestehen kann. Miki, Max, die verdienen mega viel. Zahlen viel Steuern, aber die können halt davon easy leben. Bei mir halt gar nicht. Ist halt gar nicht, noch, weiß nicht, habe ich einfach verworfen, den Gedanken. Ja, Lehrer bewaffnen ist auch so eine dumme Scheiße. Kassi hat noch eins nur Siege. Sieg ist Sieg, Turiak. Wie du am Ende Meister geworden bist, interessiert keine Sau mehr. Ich gucke gar nicht so oft Serien, aber wenn ich eine gucke, dann suchte ich die auch. Ich schaue zurzeit Haus des Geldes. Nur der HSV. Ich glaube, ihr steigt dieses Jahr, Bro. Will ich irgendwas verändern? Weiß ich nicht. Kann ich irgendwas verändern? Also, ich will als Vorbild vorgehen. Wie gesagt, diese Charity-Streams und so dienen ja als Vorbildfunktion. Ich habe ja ein paar Zuschauer, die, ja, keine Ahnung, hier oft sind und so und als gutes Vorbild vorangehen. Mit einem Job stehst du auch immer auf der sicheren Seite. Ja, klar. Stream kann halt von heute auf morgen vorbei sein. Ich könnte jetzt im Stream sagen, Leute, wenn das jetzt jemand klippt, dann guck, das meine ich schon. Es reicht jetzt nur zu klippen, ja, dass ich zum Beispiel was Rassistisches, jetzt sagen wir, ich hätte das jetzt gesagt als Vorwand, hätte euch jetzt gesagt, guck mal, ich würde das und das sagen oder ich würde das und das machen. Sagen wir mal mit Partei. Angenommen, ich würde jetzt sagen, ich würde eine Rechtspartei wählen. Dann würden alle durchdrehen, aber es wäre halt so meine Einstellung, wisst ihr? Aber das kann halt so viele Zuschauer schon vergraulen. Und deswegen ist YouTube und Stream immer so ein ganz schmaler Grat zwischen
ja, als Beruf sehen. Die Leute halt, wisst ihr, das ist halt ganz krass, du musst nur einen Fehler machen und die Leute sagen, ey, was ist das für einer? Der Boy, schwer 10 Euro. Digi, ich bin jetzt schon echt länger dabei und ich muss sagen, du bist echt der sympathischste. Hoffe, man sieht sich mal. Haha. Ja, wenn du auf die Gamescom kommst oder Nähe Karlsruhe irgendwo bist, 22. bis 25. März, bin ich mit Max in Karlsruhe unterwegs. Oder halt, wie gesagt, auf der Gamescom. Hast du das von 24 auf YouTube geladen? Meinst du den 24-Stunden-Stream, Geronimo? Ja, wie bei Logan Paul. Hast du ja gesehen. Machst du, das war halt auch krasser Scheiß, aber trotzdem. Das ist halt. Der ist aber auch Millionär, das ist halt nochmal eine ganz andere Sparte. Der ist auch dumm gewesen. Mein Traumberuf ist, wie gesagt, selbstständig zu sein und selber was aufzuziehen. Sowas wie hier. Ich hab jetzt Chef Strobel das Pseudonym irgendwie aufgezogen. Und Leute erkennen mich so wieder. Die erkennen eine Marke. Eigentlich ist der Chef Strobel eine Marke. Ein Branding. So wie Trimax, wie Mickey. Ist ja alles ein Branding. Und, ich will das auch gern mit irgendwas aufziehen. Ich weiß nicht. Wie ich ja schon erzählt habe, letztes Jahr ist mein Stiefonkel verstorben von meiner Tante. Und er hat sein ganzes Leben daran gearbeitet. Ich finde das halt so krass. Er hat mir das alles erzählt, als ich mit ihm im Auto saß. Da wusste ich nicht, dass er da als Krebs hatte. Dass er sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat, was zu kreieren. Und er hat Maschinenbau studiert, hat am Tag sich von der Dose Ravioli ernährt. Hatte nicht mehr Geld. Hat von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr in der Uni gehockt, hat ein Programm geschrieben von 16 Uhr bis 18 Uhr, ist arbeiten gegangen von, weiß ich nicht, 18 Uhr bis 22 Uhr ist heimgegangen, hat nochmal von 22 Uhr bis 24 Uhr programmiert, ist pennen gegangen, das hat er jeden Tag gemacht, hat eine Firma kreiert und hat arschviel Geld verdient, weil das ist ja die Nebensache, aber er hat was aufgebaut, irgendwas, was multinational vertreten worden ist. Denn seine Firma ist jetzt weltweit bekannt, der hat ein Programm geschrieben, für Biege- und Stanzer-Softwares, weil das gab einfach immer nur universelle auf Programme und er hat einfach sowas wie Microsoft, das auf jedem PC läuft, hat er einfach dafür programmiert und das ist krank. Sowas einfach, irgendwas aufzubauen, was halt dann immer weltweit bekannt ist, das wäre das letzte Ziel so, das wäre ganz oben. Letzte. CEO von meiner Firma, die was gemacht hat. Das wäre das Krasseste. Wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, weiß ich nicht. CK Gaming. Was hältst du von Streamen, die im Stream rauchen? Wir sind freies Land, wenn die das so machen wollen. Ich bin mit Max vom 22. bis 25. in Karlsruhe. Also 22., 23. 23. sind wir in Heilbronn wegen Fitness von Smart Gains. 24. ist der Charity-Stream. Von 11 bis 23 Uhr am 24. März gehen wir noch abends in Karlsruhe feiern. Tür of World Famous, ja nie. Für dich, bis ans andere Welt reicht's. Kannst du programmieren? Nee, ich hätte es gern gelernt, aber ich hätte nie den Ehrgeiz und jetzt fehlt mir einfach die Zeit dazu zu lernen. Klar, wenn man es wollen würde, würde man sich die Zeit einrichten, aber ich hätte Bauinformatik und habe einfach gemerkt, ich habe nicht den Ehrgeiz, um das wirklich zu lernen. Aber ich finde es krass oder Props an die Leute, die programmieren können. Als ich nach Berlin gestern gefahren bin, habe ich einen gesehen, der hat im Zug programmiert und ich fand das faszinierend. Für mich ist das faszinierend als Außenstehender. Wieso das? Name ist Noob. Wie ich auf der Xbox mit einem Kumpel auf PC spielen kann. Mir wurde vorhin gesagt, mit Xbox geht das nicht. Magst du Decathlon? Ist das eine Firma? Das Gym ist fertig. Welches Gym? Bochum ist nicht im Knast. Größer von Geld auf der... Ich habe einen Geldbeutel gefunden, habe ihn liegen gelassen, weil ich klein war. Okay. Kannst du Abi-Fächer empfehlen, wie ich stehe bald vor der Entscheidung? Ich habe Sport und Bio gewählt und würde es wieder tun. U-Bahn Karlsruhe wird geil. Ja, das dauert noch. Bis ich fertig ist, bin ich 50. Ist Schule oder Uni geiler? Es kommt drauf an. Schule hatte was und Uni hatte was. Und ich muss aber sagen, Uni gefällt mir mehr. Weiß ich nicht. Gut, Uni ist auch lustig, wenn du halt dann nach den Klausuren saufen gehst. Du bist ja nicht nach der Schule saufen oder so. Oder ich hoffe es mal für euch, dass ihr nicht nach der Schule direkt saufen geht. Aber Uni studierst halt wirklich das, was du willst. Also nicht 100%. Also ohne Witz, es ist gelogen, wenn dir jemand sagt, ey, Uni wird viel geiler, du studierst wirklich das, was du willst. Weil irgendwie ist immer irgendwas dabei, was dir nicht gefällt. Das merke ich auch bei mir, aber es musst du halt durch. Aber in der Schule, keine Ahnung. Ich hatte Deutsch und Geschichte und dann hatte so Sachen, keine Ahnung. React immer wieder drauf. Crank, ich guck's mir gleich mal an. Wenn's... Er will den Markus Rühl haben, der Crank. Ja, wir können es vielleicht mal später reinziehen. Ich kenne das Video, glaube ich. Aber Markus Rühl ist eine Maschine, Mann. Ohne Witz. Ungelogen, jeder Stream kommt die Frage Abischnitt. Jeder.
Jeder Stream. Sing mal, Billo, vermisse die Zeit. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich gebe es ungern zu, aber mein Vater hat eine Firma, die Weltmarktführer ist, mit 2.000 Mitarbeitern. Ich finde es einfach blöd, da ich nichts selbst machen kann, sondern nur etwas übernehme. Gut, das ist eine... Ich weiß nicht, Black Diamond. Das ist krank erstmal. Props an deinen Vater. Brutaler Scheiß. Und... Also wenn es stimmt, ich glaube mal. Und ja, weiß ich nicht. Dann arbeite doch darauf hin, sie zu übernehmen und noch zu verbessern. Das wäre ja mein Ziel zum Beispiel. Denk die Ziele um. Ich würde, weiß ich nicht, ist auch geil. Ich würde dann die Firma übernehmen wollen, natürlich. Ich würde darauf hinarbeiten, studieren. Ich würde auch studieren. Ich kenne auch einen, Leute, die zum Beispiel, die wissen, sie werden die Firma von ihrem Vater übernehmen, machen irgendeine Low-Ausbildung und machen das dann halt. Aber ich würde studieren, würde versuchen, die noch besser zu machen, wenn er sie nicht schon krass gemacht hat. In Heilbronn zu treffen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Fitness aussehen würde. Ich will dazu nichts sagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wann wir ins Fitness gehen in Heilbronn mit Smart Gains. Du bist der Sohn von Bill Gates. Das ist krass. Ein ganz gutes Deutsch. Ich wollte echt lange Zeit einen Kampfsport machen. Ich habe es meinem Bruder gemerkt. Der hat Thai-Boxen gemacht jetzt 4 Jahre. Oder macht es noch. Und Alter. Ich habe immer gegen den gekämpft. So Spaß. Und mittlerweile, ich sehe kein Land mehr gegen den. Der ist so schnell und flink und gibt mir eine Schelle links, rechts. Ist nice. Macht ihr auch mal einen Server? Was für ein Server? True for me kann ich bei dir arbeiten. Also, Black Diamond, ich nehme mich beim Wort. Was wollte ich gerade sagen? Wenn nichts mehr läuft, Black Diamond, bei mir, ich schreibe dich an. Ich sag, du warst damals bei mir Sub. Kriege ich nicht eine Stelle bei euch jetzt irgendwie? Ich mache Marketing für euch, ohne Witz. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. Ich mache Marketing. Ich pushe euer Marketing einfach. Habe ich ja euch auch im Studiengang. Also, wenn gar nichts mehr läuft, Black Diamond, gib mir deine Nummer. Kennst du AJ? Also ich weiß nicht, meinst du gerade einen Lehrer von meiner Schule, also mit AJ? Weil dann wäre das jetzt ganz krank, totaler. Oder wen meinst du mit AJ? Mein Weg ist der von Corleone. Das ist geil, das sieht krank. Du bist voll cool, vor allem deine IRL-Talks sind die besten. Mach weiter so, vielen Dank. Mach mal Product Placement. Ja, ich mache nicht einfach so ein Product Placement, das muss ja auch zu mir passen. Und genug Geld abwerfen. Nein, Spaß, aber es muss passen. Er lügt nur. Ja, ich hab's ja gestern mit Miki auch im Auto gegeben. Wir gehen das Fitness von Smart Gains. Dein Lehrer. Jetzt mal ohne Witz. Wie heißt der, sag mir den Nachnamen. J. Dann glaube ich dir. Wenn du jetzt den reinschreibst und welches Fach er noch unterrichtet, dann kenne ich. Dann musst du mich kennen. Oder dann musst du auf einer Schule gewesen sein. Heilbronn, ich habe Heilbronn gehört, wo da, was ist da? Ich gehe da mit Max trainieren bei Smart Gains im Fitness. Ich würde es gerne machen, bin der Typ von Twitch. Ja, ich weiß doch, hast mir erzählt, Black Diamond. Bruder, wie gesagt, ich komme, wenn gar nichts mehr läuft. Mein Vater ist mein Vater, das ist sehr gut. Adidas vs. Nike, meinst du, wer besser ist? Ich finde beides Marken geil. Ja, ich kann es mir gleich mal reinziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kenne Markus Rühl. Markus Rühl ist eine geile Maschine, Crank. Kennst du Lilano? Wer ist Lilano? Anthony Joshua ist ja schon klar. Wer ist Anthony Joshua? Sag mir irgendwas. Würdest du auf Amazon YouTube umsteigen, wenn es rauskommt? Ich würde nicht direkt gleich umsteigen, aber ich würde mal mein Glück dort versuchen. Vielleicht läuft das noch besser als bei Clash Royale natürlich. Ich möchte Medizin studieren, ein paar Jahre im Krankenhaus arbeiten und dann würde ich gerne Praxis machen, kann ich dann gerne einstellen, kommst du auch kostenlos zum Marzipan produzieren. Dr. Wu, sehr geil, als was schätzt du mich ein? Auch als Doktor? Aber krass, finde ich gut, mach deinen Weg. Igos ist die Firma von Black Diamond. Ist doch krass. Von meinem Bruder, der Kollege, den sei, also der... Jo, vielen Dank. Bist ein nicer Dude. Die Eltern von dem haben eine Firma, die liefern an H&M, Peek in Kloppenburg und so. Bei dir geht auch steil, also der hat böse Autos. Hi Marco, man. Apple oder Samsung? Für mich Apple. Was regt dich am meisten auf? Lockbait. Life is Strange? Habe ich mir, glaube ich, nur einmal kurz angeguckt.
Mal Igos suchen. Ich kann es mir mal kurz reinziehen, was du damit meinst. Ah, da können wir mal kurz umschalten. Gut, aber ich will jetzt eigentlich Igos GmbH oder was? Krass, dein Vater hat die Seite gegründet oder was? Händler werden, ich will bei euch Händler werden. Messen, Qualität, Karriere, Kontakt. Wo steht eure? Deutschland, Europa, weltweit. Allgemein, Deutschland. Krass, Mann. Also das stimmt, in Köln. Verschickt. Du bist mein Lieblingsmensch, ja, vielen Dank. Ich habe wieder Daniel, ich weiß noch nicht, wie das alles abläuft. Ich habe Max ist da alles gerade am klären. Jo, geil, Jam Clasher. Hast du Lilpe verfolgt? Nicht so. Ja, kenne ich Kojito und Red Summer. Dome Rock, ja, ich gehe ab und zu. Wie gesagt, mein bester Freund spielt ja beim KSC. Ich frage ab, wenn es Karten gibt, dann gehe ich eigentlich meistens. Mach mal die chillige Musik. Hier, Flower Post. Nee. Nee, das ist die hier. Vermisst du die Zeit? Das beantworte ich nicht mal, komm her. Wird eines Tages reicher als Lil Pump. Ist er nicht gestorben? War das der Rapper? Ich will einmal Polizeihundeführer werden. Könntest du dir das auch diesen Job vorstellen? Ich wäre mal fast zur Polizei gegangen, als dualer Student. Also, so weit. Also, Hunde mag ich auch. Also, wäre vielleicht eine Überlegung gewesen. Keine Ahnung. Wenn das dich erfüllt, dann mach das. Sehr geil. In der heutigen Zeit ist es auch, finde ich, respektabel, Polizist zu werden. Wie kommst du ohne den Sexler, wenn Nina nicht da ist? Weiß ich nicht, was soll ich machen? Ihr müsst ihn nicht timeouten. Sowas finde ich witzig. Er hat ja nichts Krasses gesagt. Endball ihn wieder. Keine Ahnung, was soll ich machen? Nichts. Hi, Marv. Ah, Lil Peep. Okay. Ja, ich kenne mich ja auch nicht so aus. Wäre cool, wenn das irgendwie möglich wäre, dann muss ich nicht auf eine Gamescom fahren, um euch zu sehen. Wie gesagt, ich muss da Max selber fragen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich habe es noch nie im Real Life gesehen. Ah, ich war nicht kurz, Bro. Boah, Zeit nicht mal zu hart zu den Leuten. Ich bin zurück kein, wie nennt man das? Wie nennt man die Leute, die so krass süchtig nach Geschlechtsverkehr sind? Die haben so einen ganz bestimmten Namen. Drei Wörter zu Max. Verpeilt, witzig. Vorbildlich. Wie findest du GLP-Style, dass man seine ID versteckt? Wie findest du GLP-Style, halt, dass man seine ID verdeckt? Das verstehe ich nicht. Moin Chef, wieso kann ich dich nicht mit Amazon Prime subben? Du bist auch kein Amazon Prime. Du musst erst noch Prime mit deinem Account verbinden. Ja, Manu, dann geh sie doch besuchen. Ja, du kannst mir auf Line schreiben, Black Diamond. Ah, Nymphomanie, genau, wenn man Nymphomane ist. So weit bin ich noch nicht. So, die ganze Zeit während dem Overwatch, mega chillt, mach weiter so. Jo, gönn dir, Sepp. Hoffentlich gute Runden. Identität, ja, so nennt man das. Schau, Chef, war geiler Stream, muss Fortnite spielen. Also, was, ciao, jo, hau rein, mal raus. Gönn dir. Würdest du gerne mal eine Zeit lang im Tempel leben? Was für ein Tempel? Wenn da so kranke Shaolin-Mönche, die mir so zeigen, wie das Leben spielt, so, die mir so Lebensphilosophien beibringen, wo du so meditierst und so, keine Ahnung, richtig kranke Scheiße lernst von denen, wo wirklich nur so die Nachfahren von denen lernen. Und du willst aber nicht für einen Monat in den Tempel gehen. Und dann komme ich so zu einem Bad zurück, weißt du? Nee, aber krank, sowas. Sowas würde ich, glaube ich, machen. Keine Ahnung, so. So Leute, die was beibringen, das ist bestimmt geil. Und ich nicht CSGO-Stream, weil ich es einfach verlernt habe. Wie kommst du bei FL, meinst du ein CR? Verlose ich ab März jede zwei Wochen. So ein Buddha-Tempel wäre krass. Bestimmt. Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch mache. Shoot, da würde ich doch lieber Lockbait spielen. Das Peinlichste in meinem Leben. Das ist so schwer zu sagen. Ich weiß, es sind viele peinliche Sachen passiert im Leben, aber ich weiß es gerade nicht. Ohne Witz, so oft, das kann ich nicht sagen. Ich mag Golden Reaver mega. Ja, Daniel, du schaust ja, oder ich hoffe mal, du verfolgst mich oder Max. Einfach dabei bleiben oder YouTube schauen, Ankündigung. Wir werden es ja sagen. Ach so, wie er seine Identität nicht zeigt.
Ja, gut, wenn er will halt nicht in der Öffentlichkeit stehen, alles cool. Wie viele Stunden habe ich in CSGO? Ey, locker 6.000, 7.000, 8.000. Ja, der Tanz war schon cringe. Ich wohne in Karlsruhe. Ja, stimmt, der Tanz war cringe, aber 200 Euro dafür gemacht. Das ist eine gute Rechnung. Lieblingsformat? Von was? Von welchem YouTuber? Ich schaue wirklich gesagt nicht so viel YouTube. Ich werde euch hier mal meine Liste zeigen, die ich abonniert habe. Dann wechseln wir mal die Szene hier drauf, auf React. Ich habe ja man sieht das gleich nicht. Also ich habe hier Gronkh, dann Nina, dann hier noch so ein Ami, PC-Welt, Vibe Guide, Anomaly, ich weiß gar nicht, wie den ausspricht, Hurrikan, Max hat Ding, Big Spin, Will Smith hat YouTube richtig geil umgespielt, Superstars, Trimax und Mickey. Also für habe ich nicht abonniert. Ey, ich kann nur raten, abonniert Will Smith. Also wenn ihr auch was zum Leben dazu lernen wollt, ich habe jetzt die letzten zwei Videos nicht angeguckt, aber hier zum Beispiel One Thing Arnold Schwarzenegger Told Me. Und das wird er nie vergessen. So richtig krasse Sachen. Also brutal, dass er auch Vlogs und so macht. Wie gesagt, ich will euch raten, folgt Will Smith. Ist eine geile Scheiße, was der so macht. Da siehst du auch mal von seinem Leben und wie der Typ Ding lebt. Ist geil. Kann ich nur empfehlen. Ja, Gronkh ist ein nicer Dude. Würde ich auch gern kennenlernen. Ich habe ihn einmal gehostet und er hat so gesagt, danke dafür. Und hat gefragt, ob ich Call of Duty gespielt habe, aber ich habe halt Fortnite gemeint. Aber auch so eine Person, die ich mal gerne kennenlernen würde, aber ich glaube, fast unmöglich ist, selbst wenn du selber Streamer bist. Achso, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bist echt ein nicer Dude, werden gefühlt alle Fragen beantwortet. Ja, ich versuche so viel zu beantworten, wie es geht. Master Your Mind? Kann ich hier mal reinziehen, Easy Win, wenn das für mich ist? Was hast du geschrieben, Black Diamond? Warum wirst du getimeoutet? Lieblings. Was geht hier ab? Wartet mal ganz kurz. Oh, what the fuck? Wir warten mal ganz kurz. Was ist das? What the fuck, Alter? Ich will gerade aufstehen und gucken, was das ist. Jo, rein, Marco, man. Ich habe auch Will abonniert, war doch neulich in Sydney. Ja, der war auf der Sydney Bridge, wo ich auch war. Alarm, ja, Alarm, Alarm. Ja, ich habe so einen Rauchmelder. Meins 187, Kolle, Flair und Farid. Hör ich alle, so kreuz und quer, finde ich alle nice. Macht Billo an, möchte es hören. Ja, warum nicht jede Sekunde Billo anmachen? Wie fandest du in der Schule den Chemieunterricht? In der Oberstufe hat er mich dann immer genervt. Ich hab's bereut, dass ich Physik abgewählt habe, aber was willst du? Ich hab die Reaktionsgleichung nicht mehr hinbekommen. Bei dem Mori, wo ich bin, jetzt nächste Woche in der Kochsendung, hoffentlich schau dir rein, ich teile den Link. Der hat Chemie studiert, richtig krass. Wie heißt auf Insta? Strobeli. Oder einfach Ausrufezeichen Insta in den Chat oder STR0BELI suchen. Aber einfach Ausrufezeichen Insta, Ausrufezeichen YT, Ausrufezeichen Twitter, sind alle meine Social Medias verlinkt. Wie hat sich Max jetzt denn so komisch verhalten? Was meinst du mit komisch? Chemie. Ja, keine Ahnung. Max will zocken, ja, wir können gleich eine Runde. Er soll auch in Teamspeak kommen. Ich bin auch im Teamspeak, der Larry. Sagt's ihm. Ja, ich bin am Teamspeak, er soll einfach vorbeikommen. Ich bin kein Poster. Nein. Hast du eine Traumfrau und ich meine nicht deine Freundin? Dann habe ich keine. Ich bin auf dem Teamspeak, er ist nicht auf dem Teamspeak. What the fuck? Er soll doch einfach in meinen Chatraum kommen. Der kleine Boy. Ich bin doch hier gerade mit euch am Talken. Ich bin im Teamspeak. Wer ist denn? Trimax Online ist keiner. Trimax ist keiner. Ich bin auf Chef Strobel. Einfach Teamspeak. Bin da. Muss nur kommen. Wiegt Max über 100 Kilo? Ich glaube ja. Wie stehst du zu, dass Max so wenig aus seinem Kanal rausholt? Keine Ahnung, das muss er wissen. Ich finde, er macht gut. Also, er macht seine Sache mega gut. Ich würde ihn da nie reinreden. Lieber würde ich sagen, er soll mir mal noch ein bisschen helfen. Ich glaube, ich habe noch viel zu verbessern. Hä? Ganz mal auf uns im Teamspeak. Ich bin ja